Griffels, alles voller Griffels. Ach, er. Nehme einer an. Ey, sag mir nicht alles nach. Wenn das mal nicht geil ist, so sieht man sich wieder. Was ich hier so treibe, ich befinde mich gerade auf fröhlicher Tafeljagd. Wie läuft die Sammlerei bei dir? Och, naja. Nicht nur ein tüchtiger Sammler, sondern auch furchtbar bescheiden. Dabei hast du schon 4 Tafeln. Woher weißt du das? Schattest du uns? Hast du Rose auf uns angesetzt? Du hältst also jedes Mal eine Tafel, wenn du einen König oder eine Königin bezwingst oder wenn dir ein Pokémon erlaubt, auf ihm zu reiten? Dabei muss ich wirklich an den Helden der Vorzeit denken. Er soll gegen das ehrwürdige Sinnoh gekämpft haben, weißt du? Aber eins verstehe ich nicht so ganz. Es heißt, dem Helden der Vorzeit seien 10 Pokémon gefolgt, die allesamt ihre Kraft vom ehrwürdigen Sinnoh erhalten hätten. Warum haben sie sich dann gemeinsam mit dem Helden gegen das ehrwürdige Sinnoh gestellt? Vielleicht lässt sich dieses Rätsel ja lösen, wenn man alle Tafeln sammelt. Ich würde also vorschlagen, dass wir uns beide beim Sammeln so richtig ins Zeug legen. Doch sei dabei ja vorsichtig, denn was würde ich ohne meinen liebsten Kunden machen? Weil wir auch so oft was bei ihm kaufen. So. Hä? Bist du irgendwie zutraulich oder so? Guck mal, ich hab einen Ball. Jetzt selber schuld. Was affst du hier auch so dämlich rum? Auch gar nicht so ein Affentheater veranstalten. Sieht einfach nur affig aus. Ach so, das ist gar keine Pflanze. Nee, nicht Kramux. Sie sind immer so aggressiv. Die stehen immer mit dem rechten Zeh zuerst auf, deswegen sind die so. Okay, es ist Nacht, wecken wir ihn. Ein Besucher? Ich komme sofort, nur einen kleinen Augenblick. Ich muss mich eben anziehen. Ich sitze auf dem Pott. Und er hat die Röhre voll gemacht, alles klar. Also hätten wir so ein Gewand am Anfang gehabt, wäre das okay gewesen. Sogar ganz cool eigentlich. Aber das, was wir am Anfang hatten. Ich bin Suzuki vom Diamant-Clan. Und ich habe gerade echt Magen-Darm. Ein Mitglied der Galaktik-Expedition, das eine Elysienflöte dabei hat. Dann musst du Sky sein. Warum bist du hier? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hast du gerochen, was ich da... Ja, habe ich gerochen. Ach so, er hat gefragt, ob er was falsch gemacht. Egal. Überraschende Besuche sind nicht gut für meinen Darm. Bitte kündige dich das nächste Mal an. Also, weswegen bist du hier? Die Feuerspeilinsel ist... Was ist das noch gleich? Ach so, stimmt, das ist das Pokémon, sein Magnus. Du willst also auf die Feuerspeilinsel? Wenn das so ist, empfehle ich dir, sein Magnus mit seiner Lieblingsspeise zu füttern. Damit sollst du seine Sympathie gewinnen können. Aber sie herzustellen könnte ein klitzekleines bisschen schwierig werden. Sehr schwierig sogar. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das absolut und vollkommen unmöglich ist. Warum? Ich werde dir erklären, was ich meine. Die Zutaten habe ich da, aber... Der nächste Schritt ist für mich einfach zu viel. Da ist dieses Pokémon, das man bei Dunkelheit fangen muss. Erzähl mir mehr. Du willst es echt wissen? Bist du etwa lebensmüde? Na gut, es ist... Wirklob. Ich krieg schon mit der Angst zu tun, wenn ich nur seinen Namen ausspreche. Den Zutaten musst du mit Zwirklops Finsteraura die richtige Würze verleihen. Und nur so wird aus ihnen die Leibspeise, die Salmagnus so liebt. Alles klar. Die Leute von der Galaktik-Expedition kennt ja wirklich keine Furcht. Das ist regelrecht furchteinflößend. Zwirklop ist ein einäugiges Pokémon, das sich nachts im schaurigen Welkwald herumtreibt. Auf der Karte sieht das Gebiet des Welkwalds wie eine Hand aus. Das Schiffswrack sollte dort ein guter Orientierungspunkt sein.
Mit Cirklop kenne ich mich sehr gut aus, damit ich ihm immer aus dem Weg gehen kann. Was für ein Weichei. Was fange Cirklop und bringe es zu ihm, okay. Dann scheißt er sich ja voll ein, wenn ich das vor ihm spawnen lasse. Das wird lustig. Oh yeah. So, da hinten hat er gesagt, beim... Ach so, ja, so ein Schiffswrack haben wir schon mal gesehen. Geht's dann noch höher? Higher. Höher. Oh, ein... Elite-Pokémon. Kramox, haha, hängt fest. So, kein Fallschaden, sehr gut. Ich glaube, das Vieh heißt Ambidiffel. Das gab es aber damals noch nicht, als ich gespielt habe. Ja, ich glaube, Xerox wäre wohl eine gute Wahl. Du bist aber ganz schön groß. Und hast mir eine riesen Angst eingejagt. Jetzt fange ich schon an zu stottern, wie dieser Freak da. Ja, zwei Schwänze. Die Frauen müssen begeistert sein. Ups. Er hat es nicht geschnallt. Okay. Puff. In your face. Oh, er ist drin geblieben. Gut. Natürlich ist er drin geblieben. So macht es das natürlich einfach, die Elite-Pokémon zu fangen. Kacke, wird es jetzt gleich wieder Tag? Ich muss mich ein bisschen beeilen. Glaube ich. Wenn die ganzen Scheiß da liegen. Kommen wir da hoch? Nee, kommen wir nicht. Ich will hoch, ich muss zum Wrack. Los, komm schon, du schaffst das, du schaffst es. Mach schon, mach schon. Ich spamme hier wie bescheuert die beiden Tasten. Ja, hier. Aber ich glaube, es reicht trotzdem nicht von der Zeit her. Gib Stoff, Junge, gib Stoff. So, wo ist dieses verdarmte Schiff da hinten? Nein! Jetzt mach schon. Schneller. Da ist es. Das heißt, hier muss auch irgendwie Zwirklop irgendwie sich rumgeistern. Zwirrlicht, hallo? Ich hätte gerne ein Zwirklop. Weil notfalls nehme ich dich auch, ist klar. Ah, da ist es. Kommt ihr mit? Das ist ja uncool. Schwarzer Rahmen und so. Ja, ist auch noch eins. Ich werde nicht mehr. Ich setze... Was setze ich denn ein? Irgendwas, ganz schnell. Hauptsache in den Kampf rein. Gehen wir noch drauf, ey. Level 30. Kopfnuss. Okay, ich fürchte, Zwirrlicht wird sterben. Ja, wobei, wenn wir Tempo machen, vielleicht nicht. Es hat ja einigermaßen gute Verteidigungswerte. Ja, so viel dazu. Dann hat vielleicht auch nur Zwirrklop die gute Verteidigungswerte. So, komm, jetzt reck dich mal schnell voll hier, damit wir auch wieder in Fight gehen können. Oh, noch eine Kiste. So, wir sind voll. Da vorne ist Zwirklop. Wo ist jetzt? Oh, vor uns, gut. So, wenn das jetzt nicht direkt klappt. Gut.
hätten wir auf in den Kampf müssen, weil es schon wieder hell wird. Aber es hat geklappt. Schön. Bin begeistert. Was für ein Wortspiel. So, eigentlich will ich ja dich. Oh, eine riesige Kiste. Ja, damit. Ja gut, riesig ist wohl relativ, aber da hinten ist auch noch ein funkelndes Licht. Komm her, komm her. Komm her. Attacke gemeistert, sehr gut. So. Eins weniger, was ist das? Schmerbe wieder? Schmerbe. Gut, ich meine, wenn wir das Vieh fangen, können wir auch ein Schmerbe bei dem Typen abgeben. Das ist ein Reboreit. Alles klar. Tilleri mit seiner Octazooka ist natürlich auch eigentlich ziemlich cool, ne? Ich meine, so doll ist die Octazooka nicht, weil sie einfach auch eine höhere Fehlchance hat, aber sie ist einfach stylisch, ungemein, ungemein stylisch. Deswegen ist Octillery mit seiner Octazooka einfach cool. Ich glaube, Wasser hat echt, ist echt der Pokémon-Typ, das einfach die coolsten Pokémon hat. Also in der Masse die coolsten Pokémon. Und auch die flexibelsten, finde ich. So, kommen wir jetzt noch zu dem einen Licht dahin. Wo waren das hier? Ne, bei der Insel, ne? Ja, genau, bei der Insel. Komm schon, ich war doch schon drauf. Nimm es, nimm es! Yes. Ein Scharnierer! Elite. Okay, cool. Das heißt, wir brauchen was für Luxra zum Beispiel. Jetzt schleich doch mal. Freak, schleiche. Geht doch. Dieser irre Blick mit diesen roten Augen und das Grinsen dabei, ey. Als ob es irgendwie so ein Kannibalenvieh wäre oder so. Ich fress einfach alles. Roh und direkt. Nein, nicht umdrehen. Hüpf, Häschen, hüpf. Okay, es post rum. Wir fangen es uns. Jawohl, 51 auch. Ui. Okay. Ich meine, ja, es ist nicht im 60er-Bereich wie das Hytera, aber 51 ist auch schon verdammt hoch. Ich habe gehofft, dass es vielleicht so in unserem Levelbereich ist. Aber mal schauen, vielleicht kommt das trotzdem rein. Oh, knapp. Dann hätten wir uns hier auch umgeschaut, wollte ich eigentlich sagen. Was ist das? Schmerbe, okay. Gut, aber Gardevoir hat langsam auch gut aufgeholt. Das gefällt. Wer bist du denn? Moment, ich kenne wir doch. Ah, da bist du ja. Wie gesagt, ich bräuchte bei der Suche nach Yorichi vom Bautrupp deine Hilfe. Wir sind zusammen hergekommen, um ein Lager zu errichten. Doch dann ging er allein los, um die Gegend hier zu inspizieren und kehrte nicht zurück. Er sollte sich immer noch irgendwo in der Nähe aufhalten. Sag ihm bitte, dass er hierher zurückkommen soll, wenn du ihn findest. Errichtung der Küstenlandbasis. Mein sich herporten können wäre natürlich schon cool, ne? Achso, das heißt, wir müssen ihn sogar wirklich suchen. Ich habe gehofft, dass... Ja, das wäre zu einfach, wenn uns das Questing zeigen würde, wo es ist. Aber ich habe hier doch vorhin noch eine Kiste gesehen. Wo? Da.
Kiste haben. Mal gucken, ich denke mir, der pennt bestimmt hier unter dem Hof. Das hier nehmen wir noch mit. Vielleicht pennt er auch nicht unter dem Schiff. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht pennt er auf dem Schiff hier. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Oh, Lauch. Den nehme ich auch. Lesen wir uns vielleicht mal die Quest durch. Zum schaurigen Weltwald gegangen ist doch... Schauriger Weltwald. Das ist doch hier... Der da. Also knackt er doch hier vielleicht in der Nähe von den Schiffen. Unglaublich, der Bengel. So ein Rotzlöffel. Ich mag das Wort Rotzlöffel. Find das witzig. Oh nein, nein. Ach Mann. Bloß weg hier. Da ist wieder das Entoron. Den Typen habe ich hier noch nicht gesehen. Typ. Es glitzert, das brauchen wir. Einfach weil es glitzert. Ich glaube noch weiter zu. Gehört das noch zum schaurigen Weltwald hier? Weltwald? Nee, das ist er hier. Das gehört bestimmt nicht mehr dazu. Vielleicht findet man den auch nur nachts. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er das, ist er zu dem Zwirklopp geworden, das wir gefangen haben. Kann auch sein. Nicht weglaufen und nicht umdrehen. Danke. Haha. Ja. Gleich wieder rein. Ich sag's dir, mein Freund. Oh. Entschuldigung, ich wollte dich nicht ärgern. Ich bin dann mal. Man sieht sich. Also ich denke schon, dass wir hier im schaurigen Weltwald einigermaßen alles abgegrast haben.
Mann, Knopfchaos.